Oliver ist weg. Willkommen zurück. Du konntest also mit Pierre sprechen? Lebel müsste auch jeden Augenblick hier eintreffen. Oh, Ultrabestie! Was ist denn jetzt los? Du musst schon in ganzen Sätzen sprechen. Ja. Ist irgendwas passiert? Sorry, schlechte Angewohnheit von mir. Echt? Aber egal, wir haben andere Probleme. Mir liegen Berichte vor, wonach Schmarotzer vor kurzem gesichtet wurde. Und zwar hier auf Arcada. UB-01, Schmarotzer, die Mission beginnt. Verstehe. Libelle, Gebirges, macht euch gleich an die Arbeit. Ich werde in der Zwischenzeit das Gebiet um die Stadt herum absichern. Welche Stadt? Gebirges, mach dich auf den Weg zum Ort des Geschehens. Libelle, du bleibst hier und gibst uns Rückendeckung. Oh. Eine gute Rückendeckung ist für unseren Auftragorden außerordentlich wichtig. Wir müssen uns auf dich verlassen können, verstehst du? Jawohl. Ich mache mich auf den Weg. Gebirges, Hals- und Beinbruch. Viel Erfolg, Chefin. Pass da draußen gut auf dich auf, Gebirges. Falls du weitere Informationen oder sonstiges brauchst, ich bin hier. Oh, das Film läuft einfach weiter. Ja, so cool. Wissen über die einzelnen Ultrabestien, was hat mit den Ultrabellen aus sich? Mission abgeschlossen. Nein, nicht wirklich. Ja, ich weiß nicht, mache ich daraus einen eigenen Part? Ich denke mal schon. Wenn ja, und es würde sich sogar lohnen, eventuell, dann willkommen zurück zu Pokémon Sonne. Ja, Ultrabestien, es ist Zeit, die Mission anzugehen. Endlich. Und Frage ist, wo haben die gesagt, sollen wir hingehen? Irgendwo in der Stadt, wa? Habe ich genug Pokébälle dabei, wenn ich das Ding fangen möchte? Weil mit Ultrabällen will ich ungern fangen. Ich möchte die gerne behalten. Die sehen nämlich schick aus. Sortieren die mal. Und schau mal, was haben wir denn da? Ultraball, Mondball, Freundesschwer. Nee. Alle seltene Bälle. Schmarotzer ist ja Anego. Anego ist ein Gift- und Gesteinstyp. Es wird schon hoffentlich klappen mit dem Pokéball. Na, aber ansonsten hol mir noch ein paar Pokébälle. Gib mir hier im Laden welche. Die Stadt ist auch ein bisschen was weg. Also, ich würde sagen, da fliegen wir auch gleich hin. Aber zunächst einmal holen wir uns ein paar Pokébälle. So. Und ich fange mit meinen Ultrabestien ganz gern in normalen Bällen. Für den Fall aber nehme ich noch ein paar Hyperbälle mit. Und Superbälle sowieso. Weil die sind einfach super. So, Dankeschön. Auf Wiedersehen. Fliegen wir auf. Die haben nicht gesagt, wo. Die haben gesagt, irgendwo. Habe ich hier einen Marker auf der Karte? Wo ich hin soll? Nö. Haben sie nicht. Haben gesagt, in der Stadt. Stadt wäre hier hinten gewesen. Ich frage den Bell nochmal nach. Ich habe nicht drauf geachtet, glaube ich. Und es ist doof, wenn ich drauf geachtet habe. Wo genau? Boah, die Musik läuft einfach. Yeah. Fangen wir über die Ultrabus hin. Die folgenden Daten liegen uns zu UB01 vor. Ihr Codename lautet Schmarotzer. Doch die offizielle Bezeichnung für sie ist Anego. Diese Ultrabestie ist ein Parasit, der sowohl Menschen als auch Pokémon befällt. Oh. Bisher wurde nur ein einziges Exemplar von ihr gesichtet, und zwar an folgenden zwei Orten. Im Veda-Vulkanpark und im Diktatunnel. Wir vermuten, dass sie sich immer noch irgendwo auf Arcala aufhält. Okay. Die ist also irgendwo da draußen einfach? Okay. Ich würde sagen, dann gehen wir zum Vulkanpark. Wobei, nee, gehen wir nach Kantai City. Gehen wir mal in die Höhle. In Diktas Tunnel. Ich glaube, das ist ein guter Punkt anzufangen, wirklich.
Wobei die Musik ist so chillig, yo. Ab in die Höhle. Oh ja, hier ist auf jeden Fall ein Ultrabass. Das hört man an der Musik, glaube ich, raus. Na dann. Ich sollte vorher, glaube ich, speichern. Nee. Hallo, Ultrabestie, Ultrabestien. Hallo. Du bist keine Ultrabestie, du bist normales Zubat. Wäre ja schön gewesen, ne? Wäre ja schön gewesen. Ein Ultra-Zubat. Ich glaube mal nicht, dass sie hier irgendwo frei rumlaufen. Also ich weiß, dass sie als Random Encounter zu finden sind. Ergo, ich glaube, man braucht einfach nur hier rumlaufen. Und findet dann irgendwann eins. Naja, wer auch vom Teufel spricht, ne? Ja, Anego. Ding ist schnell. Aber wir wissen ja, was es für Typen hat, und zwar Steingift. Eine coole Kombination, leider vierfache Schwäche gegen Boden. Hey, wir haben schon mal gegen eins gekämpft gehabt, wir haben es noch nicht besiegt gehabt. Drück mal ein. Ich hoffe mal, ich bekomme es gefangen. Relativ schnell. Ich muss es eigentlich nur ein bisschen runterhauen. Natürlich ein Crit. Ja, du mich auch. Immer diese Crits, ja. Oh. Das ist nicht gut. Am besten runterhauen wäre es, glaube ich, mit Miura. Oder? Nee. Es hat einen Plus-Spezial-Verteidigungsboost. Schnuffels? Nee. Silber. Könntest du wahrscheinlich umhauen direkt. Das Ding hat auch noch kein hohes Level. Laubklinge. Machen wir eine Laubklinge drauf. Das hat wahrscheinlich eine gute Verteidigung. Weil es ein Gesteinstyp ist. Und sollte ein Laubklinge auf jeden Fall leben können. Darf ich mal sagen, das war perfekt. Das war perfekt. So, Pokéball. Fangen wir diese Ultrabestie. Oder auch nicht. Paralysiert sein ist was Tolles. Weißt du schon, ne? Gut, aber du greifst ja eh speziell an. Aber du hast eine Giftattacke, die neutral ist tatsächlich. Ergo, habe ich einen Spezialverteidigungs... Nein, habe ich nicht. Mist. Ergo, werfen wir einfach weiter Pokébälle. Oder habe ich irgendwas Besonderes für dich vielleicht an Bällen? Ich glaube, mein Netzball wäre lustig. Nee, Pokebälle. Normaler Pokeball sollte für dich reichen. Denk mal, so schwer wird es nicht zu fangen sein. Zumal du die ganze Zeit paralysiert bist. Ich um mein Glück mit der Para, ja? Sagte er und hat in dem Livestream vorher, in dem Multikampf, die ganze Zeit von Lämpchen die Dingens gespammt gehabt. Den schönen Angriff. Oh, guter Schaden. Den wunderschönen Angriff namens, na, wie hieß er denn noch gleich? Ladungsstoß. Und hat gesagt, nach irgendwie fünfmal angreifen damit, keine Para. Wäre ja jetzt interessant, wenn ich meinen Teampartner damit treffen würde und der wäre paralysiert. Ergo, was passiert? Teampartner getroffen, paralysiert. Gegner lacht sich einen ab. Das war so traurig. So traurig. Naja. Was soll's. Passiert. Oh. Juwelenkraft. Au. Nicht nett, der Schaden, Mann. Auf damit. Amigo. Amigo. Amiga. Sie sieht eben ein bisschen weiblich aus als männlich. Wobei, man kann es ja nicht zuordnen anscheinend. Gifttypen sind generell ein bisschen komisch schwer zuzuordnen.
Und Tintenfische? Keine Ahnung. Oder Quallen. Das ist eher eine Qualle als ein Tintenfisch. Ja, ich brauche, glaube ich, mal hier einen Trank. Habe ich nicht im Pokémon, was dagegen was gut machen kann? Klar, habe ich. Ich könnte mich mit Wölkchen boosten. Machen wir mal am besten. Weil das Ding hat Gift und dagegen ist Wölkchen immun. Es hat Gestein, dagegen ist Wölkchen resistent. Und ich wüsste jetzt nicht, was das Ding noch hätte, was Wölkchen irgendwie angreifen könnte. Ergo könnte ich mit Wölkchen ganz locker mal aufsetzen. Ja, eine Kosmikkraft, damit ich schön wenig Schaden kassiere. Ich würde sagen, so eine eine Z-Kosmikkraft wäre auch schön. Sehr schön paralysiert. Und guter P soll das Ding auch besitzen, denke ich mal. Das kommt bekannt vor gerade. Hatten wir schon mal so ein Ding, ne? Mit, ich setze mal auch kurz auf und Gegner paralysiert. Macht dann irgendwie total einen bescheuerten Move, der keinen Sinn ergibt. Ja. Wow. Ich glaube, das sollte erstmal reichen für den Anfang. Pokebälle. Los geht's. Und im Notfall einmal wirklich einfach wieder hoch. Das ist ja kein Thema. Oha. Okay. Ich bin gespannt, wie viel Schaden es machen wird. Gar nichts. So gut wie gar nichts. So, Pokéball drauf. Und hoffen, dass das Ding drin bleibt. Denn meine Mission besteht daraus, alle Ultrabestien in den normalen Pokéballen zu fangen. Und zwar alle. Oder zumindest ein Pokéball, die halt eine normale 1%, also eine Fangrate besitzen. Nicht sowas wie Superbälle mit, was glaube ich, 1,5 war. Oder 2 und Hyperbälle mit 2 oder 3 oder sowas. Und es reicht nicht mit Finsterbällen, die eine vierfache Chance haben zu fangen, wenn es dunkel ist. Was, wohl bemerkt, ein bisschen krank übertrieben ist. So. Übertrank drauf. Und schauen und schauen und schauen. Der Jay hat ja seine Ultrabestien im Stream gefangen und hat teilweise echt lang gebraucht, um die überhaupt gefangen zu bekommen. Deswegen hoffe ich, dass es relativ schnell hier funktioniert. Er hat sie auch mit Pokébällen gefangen. Und es ging einigermaßen. Oh, es war knapp. Juwelenkraft. Nicht allzu viel Schaden. Dieses etwas. Sehr schön. Ach, da habe ich mir ein bisschen zurückgelehnt
und mal ein bisschen genossen, ein bisschen was getrunken und da habe ich das Ding einfach gefangen. Sehr schön. Für Nege wurde ein Eintrag im Pokédex angelegt, wie auch immer das funktioniert, weil die ja eigentlich nicht immer Lodadex sind. Naja. Registriert. Ein nicht identifiziertes Pokémon. Schau es dir gleich mal genauer an. Au, 1,20 Meter groß und 55,5 Kilo. Nicht schlecht. Eine rätselhafte Ultrabestie. Einigen Berichten zufolge verwandelt sie harmlose Stadtbewohner per Symbiose in äußerst aggressive Menschen. What? Sehr, sehr komisch. Sehr komisch. Aber es ist ein Gesteins-Pokémon. Ergo müsste ich sie da eigentlich spielen irgendwie. Irgendwann mal. Mal schauen. Nein, kein Spitzname, aber ich schaue mir mal deinen Bericht an. Denn ich will deine Werte wissen. Du bist schnell. What the fuck? Warum bist du so schnell? Ja, bist du für ein Gestein? Du bist echt schnell, ohne Scheiß. Hast eine gute KP-Basis, hast einen sehr guten Spezialangriff, Angriff ist miserabel und Verteidigung ist auch blöde. Juwelenkraft, Wiegecape, oh, ekelhaft. Säurespeier, oh, das ist fies. Und Giftfalle. Naja. In einem Giftmonoteam wäre Giftfalle gar nicht mal so übel. Ist ekelhaft, dieser Angriff. Ah, wir haben es gefangen. Wesen ist nicht so gut, aber hey, was soll's. Ab in die PC-Box. Ja, schneller als erwartet. So. Du hast alle Ultrabestien gefangen. Gehe zu Lebel und erstatte ihm Bericht. Soweit ich das verstanden habe, gibt es mehr davon, von diesen Ultrabestien. Also insgesamt gibt es da irgendwie von hier, von jedem irgendwie ein oder zwei bis zu vier oder so. Die einfach mal random auftauchen können. Naja. Naja. Kann man sich auf jeden Fall eins mal resetten oder so für gutes Wesen. Oder gute DV. Wobei die DV eigentlich relativ egal sind. Die kann man ja eh pushen ohne Ende. Für gute DV. Nein, fürs Wesen. So. Ich könnte das Ding einfach mitnehmen, ne? Nee, was soll's. Ja. Ich habe abgeschlossen. Ausgezeichnet. Hervorragende Arbeit. Ich rufe sofort meine Chefin und erstatte ihr Bericht. Die Musik ist friedlich. Wir haben die Daten der Ultrabässe, die du da gefangen hast, an das Hauptquartier und an Pia weitergeleitet. Das war gute Arbeit, Gebirges. Damit kommen wir der Lösung des Rätsels um an Nego einen großen Schritt näher. Auf jeden Fall sind wir dir zu Dank verpflichtet, Gebirges. Um den großen Erfolg deines ersten Auftrags und deinen Beitritt zu unserer Einheit zu feiern, würde ich dich gerne auf ein Essen einladen. Diese Insel hat einige ordentliche Restaurants zu bieten. Woher weißt du das denn? Wir sind doch gerade erst nach Alola angekommen. Na, erst nach Alola gekommen, nicht angekommen, aber naja. Das habe ich in einer Zeitschrift aus dem Pokémon Center gelesen. Jedenfalls gehe ich mal eben nachfragen, ob diese Restaurants auch liefern können. Ernsthaft? Oh Mann, die Belle ist so peinlich hier drin in dem Spiel. Lieferjunge. Hey. Also wirklich, die Belle. Ach, fast hätte ich es vergessen. Ich habe eine Neuigkeit für dich. Der ursprüngliche Plan sah vor, die Ultrabestien der internationalen Polizei zu überlassen. Gerade eben habe ich allerdings die offizielle Erlaubnis erhalten, sie uneingeschränkt in deine Oper zu übergeben, Gebirges. Oh, das ist ein bisschen krank, oder? Es hat zwar ein wenig Papierkrieg verursacht, aber im Hauptquartier wären die Ultrabestien ohnehin nur Versuchsobjekte geworden. Oh, ich glaube, sie sind bei dir in besseren Händen, Gebirges. Ach, Libell. Oh, Ultrabestie! Was ist denn jetzt schon wieder? Sorry, ist einfach eine blöde Angewohnheit. Aber wir haben ein Problem. Es gehen Berichte ein, laut denen aber eine weitere Ultrabestie gesichtet wurde. Diesmal treibt sie sich wohl auf Medemele in ihr Unwesen.
Sieht so aus, als müssten wir unser Essen auch später verschieben. Verstehe. Machen wir uns sofort auf den Weg nach Mele Mele. Jawohl, Chefin. Wir schlagen unser Lager in einem der Motels auf Mele Mele auf. Von Mele Mele auf. Gebirges, ich würde dich bitten, zu uns zu stoßen, sobald du bereit bist. Auf nach Mele Mele, Gebirges. Wir zählen auf dich. Du findest unser Motel in der Nähe von Route 2 auf Mele Mele. Dieses Hotelzimmer hat eine extrem interessante Musikkulisse, muss ich mal sagen. Wirklich interessant. Na dann, auf geht's nach... Ach ja, ich muss ja da. Route 2. Ich erinnere mich an das Motel auf Route 2. Das war ziemlich weit im Norden tatsächlich. Naja. Generell kann man hier auf Route 2 coole Pokémon fangen, wovon ich ja leider keins mitgenommen habe. Dödöm. Gut. Ich kann nicht Tauros reiten. Duck, duck. Gibt's da noch irgendwas versteckt? Tatsache. Item. Ein Sternstück. Lecker. So, hier ist das Motel. Und da drüben ist das Zimmer. Allerdings werde ich gerade gerufen mit ganz vielen lauten Tritten von oben. Boah, sind die bekloppt, ey. Boah, sind die bekloppt. Dementsprechend würde ich sagen, ich beende den Part an der Stelle ganz schnell. Und bis dahin. Ciao, ciao.